Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Danach war das Fest der Juden, und Jesus stieg hinauf nach Jerusalem. In Jerusalem aber gibt es beim Schafteich das auf Hebräisch sogenannte Bethseda, das 5 Hallen hat. In denen lag eine Menge Kranker, Blinder, Lahmer, Ausgezehrter, die auf die Bewegung des Wassers warteten. Denn ein Engel des Herrn stieg von Zeit zu Zeit in den Teich hinab, und dann geriet das Wasser durcheinander. Der erste nun, der nach dem Durcheinandergeraten des Wassers einstieg, wurde gesund, mit welchem Siechtum er auch behaftet war. Dort war auch ein Mensch, der 38 Jahre seine Krankheit hatte. Als Jesus den sah, wie er dalag, und erkannte, dass er schon so lange Zeit so verbringe, sagte er zu ihm: Willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm: Herr, ich habe keinen Menschen, der mich, wenn das Wasser durcheinander gerät, zum Teich brächte. Derweil ich aber selber gehe, steigt ein anderer vor mir hinab. Jesus sagt zu ihm: Auf, nimm deine Bahre und geh einher. Und sogleich ward der Mann gesund, nahm seine Bahre und ging einher. Es war aber Sabbat an jenem Tag. Nun sagten die Juden zum Geheilten: Sabbat ist's, und es ist dir nicht erlaubt, deine Bahre wegzutragen. Er aber antwortete ihnen: Der mich gesund gemacht hat, der sprach zu mir: Trag deine Bahre weg und geh einher. Sie fragten ihn: Wer ist der Mensch, der zu dir sprach: Trag sie weg und geh einher? Der Geheilte aber wusste nicht, wer es gewesen, denn Jesus hatte sich entzogen, da Leute an dem Platz waren. Danach findet ihn Jesus im Heiligtum und spricht zu ihm: Siehe, du bist gesund geworden. Sündige nimmermehr, dass dir nichts Übleres geschehe. Der Mann ging von dannen und tat den Juden kund, dass es Jesus war, der ihn gesund gemacht hatte. Und deshalb jagten die Juden Jesus, weil er das am Sabbat getan. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Eine spannende Kommunikation in diesem Evangelium. Ich habe gedacht, wenn ich 38 Jahre lang nicht gehen kann oder auf jeden Fall immer auf Heilung warte und in diesen 5 Hallen beim Schafteich mein Leben zubringe, dann ist die Frage Jesu doch eigentlich ziemlich einfach zu beantworten, wenn er sagt: Willst du gesund werden? Das ist eigentlich eine Entscheidungsfrage, wo ein Ja oder ein Nein genügen würde. Oder eigentlich erwartet wird uns dann auch genügt. Der Kranke sagt aber nicht Ja, nicht Nein, sondern er sagt: Ich habe keinen Menschen, der mich zum Wasser hinbringt, und bevor ich hinkomme, sind schon andere drinnen. Das zeigt schon, von einer Sehnsucht geheilt zu werden, aber wenn ich denke, es gibt ein anderes Evangelium, wo jemand zu Jesus sagt: Wenn du willst, kann ich rein werden. Und Jesus sagt drauf: Ich will es, werde rein. Wir können von Jesus lernen, auf klare Fragen klare Antworten zu geben. Noch dazu, wenn es so, um so viel geht wie um Heilung nach 38 Jahren Siechtum. Das Zweite, was mir aufgefallen ist, nicht in dieser Übersetzung von Fridolin Stier, aber in der Einheitsübersetzung, heißt, dass die Menschen dann Jesus nachgejagt haben, nachgefolgt sind, nach
Nein, jetzt weiß ich nicht mehr, wie es heißt. Aber auf jeden Fall war es für mich so ein Wortspiel. Sie folgten ihm nach, um ihn sozusagen irgendwie, um immer seiner habhaft zu werden. Und da ist auch für mich so der Unterschied zwischen dem, wie die Menschen um Jesus, die so sich so an die Gesetze ganz festgehalten haben, dass es Sabbat ist und da kann man doch niemanden heilen und niemanden befreien, dass die Jesus zwar auf eine Weise nachfolgen, aber nicht auf die Weise, die zum Leben führt. Während Jesus, ich habe es nicht überprüft, aber mir kommt vor, es ist eins, entweder das einzige oder eins der ganz wenigen, wo Jesus von sich aus auf einen Kranken zugeht. Und so ist es für mich schon noch ein Bild, dass Jesus auch denen nachgeht, die nicht von sich aus kommen, die nicht einmal wissen, ob sie geheilt werden wollen oder nicht, oder es auch nicht ausdrücken können. Eine ganz andere Weise des Folgens, des Entgegengehens, wie wir es auch beim barmherzigen Vater am Sonntag erlebt haben, der beiden Söhnen entgegengeht. Was auch immer diesen Mann bewegt hat, nicht antworten zu können, in einer Klarheit zu sagen, ja, ich möchte geheilt werden, weil ich glaube, was anderes hat er sich nicht so sehnlichst gewünscht wie heil werden. Ich glaube, auch uns geht es so, dass das, was wir uns am meisten wünschen, ist heil werden, heil in uns selbst, aber auch heil miteinander, heil in der Welt, wenn wir auf die vielen Kriegsschauplätze und Gewalt- und Diktaturschauplätze schauen in der Welt. Jetzt möchte ich uns einladen, dass wir heute versuchen, gut hinzuhören, wenn Menschen mit uns reden, dass wir auf Fragen klar antworten können, dass wir sagen können, ich will oder ich will nicht, ja oder nein. Und dass wir Jesus letztlich sagen, ja, ich will heil werden.